Rathenow. Wir werden abgeholt. Alles ist vorbereitet. Es geht los. Ihr könnt euch hier schon mal richtig wohlfühlen. Wir haben irgendwie das Ganze hier für uns. Ihr werdet auch merken, wie groß das Ganze hier ist. Also ich habe jetzt gerade nur das Hotel gesehen. Wir haben einen eigenen Saunabereich. Wir haben 3 Workshop-Räume, wo wir uns entfalten können, seid wie ihr seid. Wir starten heute erstmal mit so ein bisschen Aufwärmen. Wir haben uns heute Abend ganz hübsch gemacht, weil wir haben heute Kakaozrumi und Ritualnacht. Dann nimm die Tasse zu deiner Stirn. Spür die Wärme. Cha Chi, warm fire. Dass man jetzt währenddessen alles ständig ansagt, sondern eher, dass man vorher ausmacht, was passiert. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich verlasse gerade das Hotel, laufe durch den Garten rüber in die Saunalandschaft, wo unser Workshop-Raum ist, direkt am Teich. Ja, gestern Abend war schon so unglaublich tief und berührend und richtig coole Gruppe. Von Anfang an, von der ersten Minute, alle total locker, alle total cool. Wir sind alle, glaube ich, richtig gut angekommen im Körper, in der Gruppe. Und heute Morgen geht es gleich los mit einem Wild Ecstatic Dance, dass alle noch lockerer werden, in den Körper kommen und Hemmungen in der Gruppe fallen und hier das Thema Scham ganz deutlich bekämpfen. Hier gibt es jetzt einen Tee, ein bisschen Früchte und einen Smoothie. Ich habe es mir jetzt hier in dem Workshop-Raum, der noch leer ist, gemütlich gemacht. Versklavt ist, das Ganze einfach anzunehmen. Und dann stimmt diese Dynamik überhaupt nicht. Dann ist es ja überhaupt nicht im Konsens. So, Saunaabend, hier kann man Fußbäder machen. Es ist so schön hier. Da ist eine heiße Sauna, eine nicht so heiße Sauna, ein Dampfbad, ein Kühlbecken. Kommst du mit rein? Ja. Guten Morgen. Es wird heute sehr spannend. Wir haben heute Juni Exploration Day. Jetzt starten wir aber erstmal mit einem Morgenprogramm. Es wird ja, spannend. Thank you.
Letzter Morgen im Retreat. Es ist so schade, dass es schon wieder vorbei ist. Wir machen noch ein tolles Morgenprogramm. Es gibt noch mal einen letzten sauleckeren Brunch. Wir werden bestimmt alle noch mal in den Naturteich hüpfen, ein Gruppenfoto machen, Abschlussrunde machen, ein bisschen singen und tanzen. Und dann ist es schon wieder vorbei. Letztes Frühstück. Nee. So traurig. Dafür 27 Grad und die Möglichkeit, auf der Terrasse zu sitzen. Hey, das Retreat ist gerade vorbei und ich sitze hier mit der lieben Pia. Pia, wie geht's dir jetzt nach dem Retreat? Mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Ich bin unfassbar dankbar und ich habe so viele tolle, unterschiedliche Frauen kennengelernt und es ist so, so wichtig, so einen sicheren Rahmen zu haben. Und ja, ich fühle mich sehr gut, sehr genährt und ich bin sehr froh, dass ich hier war. Sau schön. Und wie fühlt sich dein Körper an? Hat die Körperarbeit sich irgendwie bemerkbar gemacht? Ich fühle mich sehr verbunden mit meinem Körper und ich habe viel gelockert, so in meinem Körper. Ja, ich bin vor allem sehr da, ich bin sehr präsent. So, gehen wir jetzt nach Hause und baden vorher noch unsere Füße. Hey, liebe Chiara, wie geht's dir? Ja, mir geht's jetzt richtig gut. Ich bin noch voll energiegeladen, mir ist richtig heiß. Ja, aber ich bin voller Energy. Ich freue mich richtig, das jetzt irgendwie alles mit nach Hause zu nehmen und noch mehr auszuprobieren. Und ich bin einfach mega, mega dankbar für alle Frauen, die da waren und für den Kreis und für das Fallenlassen. War richtig, richtig schön. Mega schön. Hattest du ein bestimmtes Highlight? Ja, was mir, glaube ich, richtig viel geholfen hat, jetzt die Tage hier und auch, was ich gut mit nach Hause nehmen kann, ist wirklich so alles loszulassen, rauszuschütteln, auch den Kiefer loszulassen, ja, auch laut zu atmen, Töne zu machen. Diese Übung, ja, fand ich richtig, richtig cool. Das brauche ich öfter, jeden Tag im besten Fall. Wie ist es denn jetzt so vom Körpergefühl? Kannst du vergleichen, als du angekommen bist und jetzt? Wie fühlt sich jetzt dein Körper an? Also auf jeden Fall viel entspannter, also im Kiefer, in den Schultern, alles ist mehr, ja, es fühlt sich leichter an. Davor hat sich irgendwie mein Körper sehr steif angefühlt und alles so sehr verkrampft. Ich merke immer, wie sich so alle Emotionen irgendwie da so festsetzen. Es hat sich viel gelöst und ich bin mehr im Körper. Es fühlt sich einfach angenehmer, leichter an und verbundener auch. Und du warst ja jetzt sogar schon zum zweiten Mal dabei. Es ist immer wieder, also ich will am liebsten sofort wieder. Es macht immer wieder total viel Spaß. Vor allem jetzt war ja auch nochmal der Fokus ein anderer. Ich wusste nicht, was mich jetzt erwartet. Und es hat wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Es hat wieder total viel gelöst, viel in mir ausgelöst auch. Also ich kann jetzt nochmal viel mitnehmen, viel an mir arbeiten. Also es wäre jedes Mal wieder was Neues, was sich auftut. Allein auch die Verbindung in der Gruppe, die Dynamik war auch nochmal eine andere jetzt. Also allein das zu spüren, ist schon so wertvoll und so cool einfach und löst so viel aus, ja, dass ich das am liebsten immer wieder machen möchte.